Heute Abend geht The Masked Singer bereits in die vierte Runde. Mit dabei, 10 neue Kostüme. Eine der Masken könnte schon jetzt enttarnt worden sein. Endlich wieder Rätselraten. Bereits vor der Auftakt-Episode der neuen The Masked Singer Staffel wird schon fleißig in der Pro7-App darüber diskutiert, wer sich unter den Kostümen verstecken könnte. Eine der 10 Masken ist dabei besonders auffällig, der Monstronaut. Bereits in der ersten Staffel der beliebten TV-Sendung eroberte das Monsterchen schnell die Herzen der Zuschauer und gilt bis heute als einer der beliebtesten Charaktere. Nun gibt es ein Wiedersehen mit dem Publikumsliebling, in einer leichten Art, aber auch mit seiner Größe macht das Kostüm auf sich aufmerksam. Denn schon jetzt verrät ein Hinweis, der Astronaut, Max Motzke, war in der ersten Masked-Singer-Staffel als Sieger aus der Show. Ob sein Sprossling in seine großen Fußstapfen treten wird? Noch gibt es nicht sehr viele Anhaltspunkte, wer sich unter dem Kostüm versteckt. Auch, ob der Promi unter der Maske singen kann, wird sich erst in der ersten Episode heraus. Doch aufgrund der Größe lautet schon jetzt der heißeste Tipp der Community. Dirk Nowitzki, der ehemalige NBA-Star, ist ganze 2,13 Meter groß und würde damit perfekt in das Kostüm passen. Direkt hinter Nowitzki mit 24% liegt übrigens Angela Merkel mit 15,8% der Stimmen. Ob sich unsere Kanzlerin tatsächlich die Ehre gibt? Wir können es schon jetzt kaum abwarten, die 10 neuen Masked Singer-Stars zum ersten Mal singen zu hören.